2013 im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. An die drei Geschäftsführer, und das betonen wir, es sind alle drei gemeint, Ihrer Firma. Was sind die Bewertungskriterien für unseren Wettbewerb? Erstens, es geht um beispielgebenden unternehmerischen Erfolg, insbesondere durch Innovation, Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit, durch einen erfolgreichen Marktzugang bzw. Besetzung von Marktlücken. Zweitens, es geht um soziales Engagement und regionale Aktivitäten. Drittens, es geht um starke Unternehmerpersönlichkeiten, die Vorbild im Mittelstand besonders für Existenzgründer und Unternehmensnachfolger sind und deren Handeln bestimmt wird durch die Grundsätze der sozialen Marktwirtschaft und geprägt ist durch Seriosität im Sinne eines ehrbaren Kaufmanns. Viertens, es geht um die Anzahl der Mitarbeiter seit Gründung des Unternehmens und im Jahre 2013 und letztlich fünftens, es geht um die Anzahl der Auszubildenden im Unternehmen als Grundlage der Nachwuchs- und Arbeitskräftesicherung. Nach diesen Kriterien hat die Jury unseres Landkreises über die diesjährigen Preisträger entschieden. Und die beiden Geschäftsführer und die Geschäftsführerin der RSP gemeinsam als Sieger benannt. Sie werden nun im Wettbewerb um den Thüringer Unternehmer des Jahres gegen die Preisträger aller Thüringer Landkreise und kreisfreien Städte antreten. Der Preis wird seit Jahren, Herr Schiebold sagt das schon, vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft an herausragende Unternehmerpersönlichkeiten des Landkreises verliehen. Er soll aber nicht nur das besondere Engagement würdigen. Der Preis hat die Form einer Pyramide. Sie soll Standfestigkeit, Geradlinigkeit, Aufstieg und Genialität verkörpern. Dies sind auch die Eigenschaften eines erfolgreichen, beispielgebenden Unternehmerinnen und Unternehmers. Ich will es hier noch einmal kurz zusammenfassen. Der Sprung in die Marktwirtschaft ist euch vor 20 Jahren gelungen. Ihr habt in Saalfeld ein florierendes Unternehmen geschaffen, der fungiert als wahre Generalist. Ein Unternehmen, das in der Region verwurzelt ist und dennoch auf dem globalen Markt präsent ist. Ein Unternehmen, das den Menschen qualifizierte und anspruchsvolle Arbeit bietet. Ein Vorzeigeunternehmen gibt. Ein Unternehmen, dessen Geschäftsführer sich den Titel als Unternehmer des Landkreises verdient haben. Herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank. Ich möchte jetzt mal in die Hand nehmen. So sehen wir ja. Was für den Schrank oder was für die Wand? Sehr schön. Bitte schön. Wirklich schwer. Ich mache es die Fußballer immer so. Es ist ja schon vom Landrat angesprochen worden, vor 20 Jahren. Wir hatten damals von einer Idee gehört und haben daran geglaubt. Wir haben geglaubt, dass das, was man als Chance gesehen hat, wenn man es umsetzt, Erfolg haben kann für eine ganz persönliche Zukunft. Wir haben wirklich daran geglaubt, dass diese Saugbarer erfolgreich sein können in der Zukunft. Gott sei Dank hat sich unser Glaube als richtig erwiesen. Dazwischen liegen natürlich zwischen damals und heute 20 Jahre sehr harter, sehr intensiver Arbeit. Wenn ich zurückdenke an die ersten Jahre, es gab sehr viele in Saalfeld, im Landkreis, die wussten überhaupt nicht, dass es eine saugbare Produktion hier in der Stadt und im Landkreis gibt, weil wir einfach für uns gearbeitet haben. Wir haben regional kaum Werbung betrieben. Es war aber auch eine harte Zeit. Wir waren eine komplett neu gegründete Firma. Niemand kannte RSP. Wir hatten eine Technik,
kaum bekannt war. Und wir kamen aus dem Osten. Auch das muss man sehen. Das waren Faktoren, die einen zwingen, eigentlich dreimal so gut zu sein, um zu bestehen. Gott sei Dank haben wir es geschafft mit viel harter Arbeit. Eines möchte ich noch sagen, ich werde mich sehr kurz fassen. Aber ich nehme diesen Preis auch entgegen und möchte ihn weitergeben an unsere Mitarbeiter. Unsere Mitarbeiter sind die Basis dafür, dass die Ideen, die wir als Geschäftsleiter haben und die Richtung, die wir vorgeben, eingehalten werden und dass sie umgesetzt werden. Das alles liegt bei unseren Mitarbeitern. Und deswegen nochmal ein ganz herzliches Danke. Ohne euch würden wir heute nicht hier stehen. Herr Schleitzer, Sie sind einer der Ersten, der hier beim Reschwitzer Saugbagger mit angefangen hat. Erzählen Sie doch mal, wie war das damals zum Anfang? Ja, zum allerersten Anfang ging es los, dass ich selber in Saugbagger der Vorgängerfirma gefahren habe. Und als die Firmengründung passierte hier, schon den engen Kontakt pflegte zu der Produktion. Dann habe ich bis 1995 den Saugbagger selber betrieben. Und bin 1995 nahtlos in die Produktion übergewechselt. Wie viel Mann wart ihr damals? Zu dem Zeitpunkt, als ich in die Firma eintrat, waren wir 10 Mann. Hätten Sie es an so eine Erfolgsgeschichte geglaubt? Am Anfang nicht. Das ist eine sehr mühevolle Entwicklung gewesen der Firma. Mit einem Auf und Ab, mal mehr, mal weniger Aufträge. Aber so ab 2000 muss man sagen, da ist der große Sprung dann gelungen, wo man gemerkt hat, es geht richtig vorwärts. Wie viele Saugbagger verlassen denn im Monat das Werk hier? Ja, im Monat 4 bis 6 Saugbagger verlassen das Werk. Und wie viele Jahre arbeiten Sie jetzt insgesamt schon hier? Seit 1995, das sind 18 Jahre. Was haben Sie für eine Aufgabe hier in der Firma? Ich bin technischer Kundendienstleiter. Dann wünschen wir für die Firma weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank.